Der tschechische Automobilhersteller Skoda verpasst seinem Topmodell Superb eine umfassende Modernisierung und bringt ihn erstmals auch in der robusten Scout-Variante. Für die Offroad-Tauglichkeit wurde der Superb Scout 15 mm höher gelegt, mit robusten Stoßfängern an Front und Heck sowie mit einem Unterfahrschutz ausgestattet und die Radhäuser und Schweller mit Kunststoff verplankt. An der Front trägt der Kühlergrill jetzt Doppelritten und ragt etwas weiter nach unten in die Frontschürze. Die flacheren LED-Scheinwerfer mit Matrix-Technologie reichen nun bis an den Grill heran und auch die LED-Nebelscheinwerfer sind neu gestaltet. Am Heck fällt neben der horizontalen Chromleiste, die die LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern verbindet, auch der neue Skoda-Schriftzug in Einzelbuchstaben ins Auge. Die Dachreling und die Rahmen der Seitenscheiben sind nun verchromt. Ebenfalls mit Chrom-Applikationen an Türgriffen und Türöffner, exklusiven Dekorleisten in Holzoptik und hochwertigen Materialien wirkt der Innenraum des Skoda Superb edel und elegant. Das auf Wunsch bis zu 9,2 Zoll große Infotainment-System und das virtuelle Cockpit sorgen nun für einen zeitgemäßen Look. Konnektivität und Infotainment sind natürlich am letzten Stand der Technik. Wirklich fürstliche Platzverhältnisse herrschen nicht nur an den Vorder- und Rücksitzen, sondern auch im Kofferraum. Dieser ist nun mit einer Gepäckraumunterteilung unterhalb des doppelten Ladebodens und einem optionalen flexiblen Verstausystem mit einer versetzbaren Querstange ausgestattet, eines von vielen Simply Clever Details. Unter anderem neu bei den Assistenzsystemen sind der automatische Distanzregler mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung und ein Spurwechselassistent, der Fahrzeuge in bis 70 Meter Entfernung erkennt, sowie ein Frontradarassistent mit Fußgängererkennung. Skoda bietet den Superb Scout ausschließlich mit den leistungsstärksten Motorisierungen an, das heißt als Benziner mit einem 2 Liter TSI Motor mit 272 PS und als Diesel mit einem 2 Liter Motor mit 190 PS, jeweils kombiniert mit einer 7-stufigen DSG Automatik. Serienmäßig ist bei beiden Motorisierungen der Allradantrieb. Dieser steht permanent zur Verfügung, kommt aber aus Spritspargründen nur dann zum Einsatz, wenn zusätzlicher Grip benötigt wird. Der Skoda Superb Scout macht als Business-, Freizeit- und Familienfahrzeug hervorragende Figur, bietet überdurchschnittlich viel Platz und viel Komfort sowie eindrucksvolle Fahrleistungen bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich ist die 190 PS Dieselvariante ab 51.940 Euro.